Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal direkt rein. XRP, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, auf jeden Fall deutlich gepumpt heute. Ich meine, wir sind natürlich eigentlich auf lange Sicht für die krasseren Gains da. Trotzdem ist es irgendwo aus meiner Sicht immer schön, einen Preisanstieg schon zu sehen so. Und ja, vielleicht haben wir ja wirklich irgendwo einen neuen Boden geschaffen. Ich glaube zwar eher nicht, aber ja, man darf ja auf jeden Fall hoffen. Bevor wir jetzt in das Video starten, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben. Ist für euch eine Sekunde Aufwand, aber hilft mir wirklich extrem, hier zu wachsen auf YouTube. Ja, und ihr wisst, Daily Content, jeden Tag 18 Uhr kriegt ihr hier frische neue XRP-News. Vielen Dank dafür, wir starten rein. Hier geht's auf jeden Fall einmal los mit dem Architekt. Better days to come, oder better days will come. Ist anscheinend aus so einem Zeichentrick-Anime. Interessant auf jeden Fall. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von Anime oder von so animierten Serien oder Zeichentrick, aber ja, auf jeden Fall vom Architekt, deswegen ist es relevant. Aber ist ja auch eher so ein bisschen for fun hier. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rein hier. Example for a security offering. Also, wir wissen ja alle, Ethereum, hier unser Boy von Ethereum. Ethereum ist auf jeden Fall keine Security. Und ja, wir hören auf jeden Fall mal rein. Okay, so I'll talk a bit about the funding model. So we will have a fundraiser for 2 months starting February 1st. It will be available at funds.ethereum.org. So the idea is that part of the initial issuance will be 1,000 Ether for one Bitcoin, or up to 2,000 Ether for one Bitcoin if you get in early to compensate for the increased risk. So the issuance model is that we will suppose that we hand out X Ether through the fundraiser, then there will be about 0.5x will be pre-mined, and then 0.4x after that will be mined per year forever. So it's this hybrid of the Mastercoin and Ripple model and the pure Bitcoin mining model, and even to a slight extent the inflationary model. Und da wir schon wissen, dass Ethereum keine Security ist, ich denke mal, wissen wir auch alle, dass XRP keine Security ist, also kein Wertpapier ist, und dass diese Klage einfach völlig haltlos ist. Und im Endeffekt, wir sehen es an allen Ecken und Enden, dass das Narrativ bröckelt echt so ein bisschen. Wir können sogar solche Preisanstiege sehen und auch machen, obwohl permanent noch XRP auf den Markt geworfen werden von ja, Ripple, ehemaligen Gründern, Programmierern oder von Chris Larsen oder wer auch immer gerade seine Millionen da verkauft, ne, gibt's ja viele, gefühlt, die da jeden Tag Millionen noch von ihrem Supply auf den Markt schmeißen. Aber trotzdem können wir solche Preisanstiege sehen, also, ja, ihr müsst euch mal vorstellen, wo wir schon preistechnisch wären, wenn wir da nicht so hyper-suppressed wären. Aber ihr wisst ja, je länger wir suppressed sind, desto krasser wird es auf jeden Fall abgehen. Sehr interessant hier. Wir gehen einmal weiter noch hier in Bezugnahme auf Ripple mit dem Stromverbrauch, dass hier nur 0,0079 Kilowattstunden pro Transaktion verwendet werden. Wir schauen einmal rein. Although given your history in the payments ecosystem, it would be very interesting to know if you agree with Jack and there is going to be one native cryptocurrency when it comes to the internet. He thinks it's Bitcoin. It's interesting. I have some friends of mine that are really involved in crypto. I mean, I think like the Bitcoin structure was quite brilliant. Yeah, it seems like there's some merit to Ethereum as well and maybe some of the others. But, you know, I'm not sure that it would be a good use of Tesla resources to get involved in crypto. I mean, we're really just trying to accelerate the advance of sustainable energy. And, I mean, I think actually one of the downsides of crypto is that computationally it's, like, quite energy intensive. So, like, there have to be some kind of constraints on the creation of crypto. So, but it's very energy intensive to create, like, the incremental Bitcoin at this point. Yeah, but by the same time, there were $1.3 trillion worth of transactions in Bitcoin, and we don't see it here because it's not for pizza or Coke. It's business to business in Africa. Yeah. But we think it is business to business in Africa, where it is prohibitively expensive to convert from one nation's currency to another. You have to go through the dollar. I mean, it really is very important to it's money over IP for them. It's free transmission of money. And that's really important to opening up the world. And, you know, it bypasses currency controls. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. it's well, and paper money is going away. Yes. And crypto is
a far better way to transfer value than pieces of paper. That's for sure. Without a doubt. That has its pros and cons. Just to clarify, Tussle's not going to start selling Bitcoin. No, we're not. Interessant auf jeden Fall. Ich denke auch hier, dass es klar sein sollte, dass XRP eigentlich mit so die umweltfreundlichste Währung insgesamt ist. Ja, und im Endeffekt, dass dieses Narrativ immer weiter gepusht wird. Bitcoin nicht umweltfreundlich, also ja, kompletter Umweltkiller im Endeffekt. Das passt nicht zu unserer CO2-Agenda. Ne? Ja, CO2-Ausstoß auf null. Am besten unter null. Wir müssen das ganze CO2 aus der Atmosphäre saugen und was die da alles immer behaupten. Und ja, im Endeffekt soll jetzt nicht so ein bisschen Dog-Whistling-mäßig sein, aber ich sag mal, man kann sich da auf jeden Fall mal mit solchen Themen beschäftigen. Halt mit, ja, mit dem Klima allgemein, dass CO2 auf jeden Fall ein lebensspendendes Gas ist, dass viele Pflanzen gerne mehr CO2 hätten auf dem Planeten. Sehr interessant auf jeden Fall. Man darf nicht so viel sagen hier auf YouTube, glaube ich, zu dieser Agenda, sonst wird man gesperrt, aber ja, ich denke mal, ihr könnt euch so ein bisschen denken, was ich meine. Dann geht es weiter. Mr. Pool, der Diamant, recht neuer Drop, also schon sehr neuer Drop eigentlich. Die Mr. Pool-Verhältnisse hier, wir sehen ein Boot hier, Wellen und nochmal ein ähnliches Bild wie mit den Hochhäusern. Ich erinnere mich genau, dieses Bild, auch super interessant mit dem Diamant April. Das ist mir tatsächlich auch in den Sinn gekommen. Vieles deutet ja auf April jetzt hin. Hier ist das ein Stock Image, Modern Offices Building, Close-Up in Sunlight Stock Photo. Geht hoch, wir sind hier so aus der Froschperspektive, schauen hier hoch. Die Sonne auf jeden Fall scheint hier auch drauf. Sehr interessant. Kann man natürlich immer sehr, sehr viel reininterpretieren oder auch gar nichts reininterpretieren. Genau. Dann hier nochmal im Direktvergleich April. Wir sehen hier auch andere Steine noch, wie den Rubin oder den Saphir. Sehr, sehr interessant. Genau. Dann Mr. Pool, IMF. Das hatten wir auch schon mal letztens in einem Video. Und dann hier nochmal vom Architekt, der auch so ein Bild gepostet hat. Hier ist es eher so eine Art Quadrat oder wahrscheinlich schon eher Rechteck. Sehr, sehr interessant. Die Location kann ich jetzt gerade so nicht bestimmen. Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob es das Konstrukt irgendwie, ob das so ein spezielles Konstrukt ist hier. Das weiß ich leider nicht. Dann geht es weiter. Ace ist Diamond, ist April. Diamant, Karo, April. Double Confirmation. Das Ass. Trumpfkarte. Und wann ist das? Ja. Auch recht aktuell, sag ich mal. Dann geht es weiter hier. Der Diamant, den hatten wir gerade schon. The light ray that reflect through diamonds face of the crown are partially broken. Also, ja, die Sonnenstrahlen, die durch den Diamanten entsprechend gebrochen werden, dann wird das ja in das Farbspektrum einfach aufgeteilt. Color, rot, orange, gelb, grün, blau und violett oder lila. Building from the letter A in the sky. Ein A. Ja. Ja, könnte man daran sehen. Ist jetzt nicht so meine erste Assoziation. Mit dem Diamant und dem Licht, das gebrochen wird, finde ich schon deutlich interessanter da. Quantum Financial System schreibt Altar auf Ego hierzu. Also hier nochmal Diamond Quantum Revolution. Sehr, sehr interessant. Dann geht es hier weiter. Well, XRP won't be king in 2020. Morgen ist der letzte Tag von 2020. Bitcoin ist 59.000, XRP 52 Cent. Hatte Barbakas geschrieben, morgen ist nicht der letzte Tag von 2020. Dann schreibt er hier, Hindu New Year ist 14. oder 15. April. Indien ist ein großer Teil von Ripple. Indien auch in Bezug auf Bitcoin-Verbot, daran muss ich auf jeden Fall denken. Dann geht es weiter hier, Architekt, was sehen wir hier? Roboter gesteuert, Black Swan everywhere. Hier so Origami-mäßig, einen schwarzen Schwan gefaltet, ein schwarzes Schwan-Event. Event piloted, also so ja, ferngesteuert oder fremdgesteuert. Black Swan, halb schwarz, halb weiß. Transformation. Dann geht es weiter hier von Valjester. Wenn XRP einmal
ja, geunlocked wird, wenn XRP freigelassen wird. Das hatten wir schon zuletzt in einem Video. It's going to be unimaginable. Hier damals von Mr. Pool. Das Bild, wo die Leute ja, sehr erschrocken, sehr ungläubig auf jeden Fall reinschauen. Dann hier IMF Live Remaking the Post-Covid World. Was sehen wir hier? Den Phoenix aus der Asche, aus dem Virus hier. Nach letztendlich den ganzen Lockdowns, den ganzen Einschränkungen. Ihr kennt es alles so. Ja, und da bieten die uns auf jeden Fall dann eine Alternative an. Viele reden da ja auch in den Kommentaren immer von Nesara, Gesara. Ich habe mich damit auch auf jeden Fall auch befasst. Und ich bin da ja immer noch sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Ganzen. Ich traue dem Braten da noch nicht. Aber da sind ja immer viele in den Kommentaren oder auch in der Telegram-Gruppe, glaube ich, mir dann vorwerfen, ja, informier dich darüber mal richtig. Ja, ich denke mal, das ist ein Honeypot. Aber ich weiß das schon, ich bin kein Finanzberater oder auch nur ein Typ, der sich im Internet informiert so und sich seine eigene Meinung irgendwo ein bisschen bildet und mit Freiheitslehren auch so ein bisschen auseinandersetzt. Und ja, dann geht's weiter hier von XRP Mami. Wenn wir hier Clarity von der SEC haben, dass es keine Security ist, ich meine, dann geht's ab. FOMO, ne, Fear of Missing Out, sehr wichtiges Konzept, psychologisches Konzept auch, wenn man eben ja, die Gains von anderen Coins chased, ne, ihr seht einen Coin, der ist gerade 300% ab, habt Angst, diesen Hype so zu verpassen und kauft dann bei höheren Preisen, bei denen ihr sonst eigentlich nicht gekauft hättet. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schlimmes psychologisches Phänomen und ihr solltet euch da selbst mental auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass ihr solche Käufe dann nicht tätigt. Da verliert man in den meisten, in den allermeisten Fällen auf jeden Fall sehr viel Geld. Oder muss es zumindest super lange halten, bis es dann mal irgendwann wieder auf dem Punkt ist. Ich meine, es gab ja offensichtlich Leute, die XRP damals bei 2 Dollar oder sowas gekauft haben. Die sind natürlich jetzt frustriert bis ans Lebensende. Ne? Wenn das dann wieder runtergeht auf 20 Cent, so, dann hast du da ja extrem viel verloren. Und natürlich ist aus meiner Sicht XRP bei 2 Dollar immer noch ein super Kaufpreis. Aber ja, kurzfristig halt nicht. Ne? Und wenn man dann 4 Jahre oder so, oder ich sag mal, wenn jetzt vielleicht noch ein Anstieg kommt auf 3-4 Dollar oder so, hätte man es natürlich wieder raus oder mit mehr Gewinn auch rausgeholt. Aber, ich meine, wie lange musstet ihr dann warten? 4 Jahre oder so, in der ihr das Geld nicht verwenden konntet. Dann geht es noch weiter hier mit sehr, sehr starken Zusammenhängen von 22 Savage. April und dann die Mai Flowers, also so die Blumen. Der Frühling, ne? Super interessant. Wir gehen einmal hier ganz durch. Diamond Hands, April Diamond. Genau, wir erinnern uns an die Simpsons-Folge, wo hier April auf dem Namensschild steht. Im Hintergrund Liquidity. Der Typ hier rechts, so ein Typ noch dahinter, der mit einem Ledger hier so ein Jetski, glaube ich, bezahlt ist das. Und dann ist im Hintergrund die Welle zu sehen. Liquidity. Was kann man hier noch sehen? Anscheinend eine Art Hasen. Kann ich jetzt auf dem Bildschirm nicht ganz so gut erkennen. Könnte sein. Osterhase, Ostersonntag ist hier. 4. April, Ostersonntag. Hier nochmal eine Gesamtübersicht. Ihr könnt auf jeden Fall pausieren. Euch das dann alles in Ruhe ansehen noch einmal. Weiter geht's mit ein bisschen Numerologie und Gematria. Words. 16, 16, 4, 24 Stunden System. 4th April, here I will leave the rest up to you to discover, God bless, von Barbe Cux, was man auch immer von ihm halten mag, simple Gematria, Words, sehr, sehr interessant, weiter geht's, das hat uns natürlich noch nicht gereicht an Numerologie, Black King, hier 5, 8, 13, 6, 7, 13, damals der King, XRP ist King. Hier interessant auf jeden Fall beim Schach, wenn man nur noch 2 Könige da hat, dann geht das auf jeden Fall nicht. 13, 1, 3, 4. Sehr, sehr krass hier, wie in die Tiefe manche Leute da gehen. Wollte ich euch nicht vorenthalten, aber auch für mich teilweise noch sehr, sehr kryptisch hier das Ganze. Dann geht es weiter von XRP The Broccoli. April Fool's Day, also der
ja, der Narrentag im Endeffekt. Der 1. April, da macht man immer so Scherz und so. Das ist ja auf jeden Fall der 1. April hier. Ich meine, wie lustig wäre das, wenn XRP am 1. April Bank hochgehen würde. Dann geht es weiter hier. Swift, die Grafik haben wir uns auch schon mal angeguckt. Das war das, was Barbacax eben hier gesagt hatte. Sagt er hier auch, when Barbacax says it started in Asia and London is ready, he was spot on. In Bezug auf London habe ich auf jeden Fall auch gesehen, dass da im April das Steuerjahr in London startet. Das könnte auch eine gewisse Methode sein. Ich blende euch auch nochmal hier das Bild ein. Genau, das hatten wir auch schon öfter mal, ist auch schon ein bisschen älter. Deep State, Bricks. Jetzt weiter, Glitches are real. Bitcoin price crashes to 6 Cent after System Maintenance. Oh, könnte das der reale Preis sein? Wer weiß das schon? Denn wer weiß schon, was am Ende des Tages wirklich passiert? Ich habe mich gefreut, dass ihr heute dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr bei frischen neuen XRP News, meiner Meinung rund um Kryptothemen etc. wieder. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare. Bei Telegram, kommt in den Discord oder bei Instagram bin ich auch erreichbar. Ist immer auch ganz cool, wenn ihr zum Beispiel in die Telegram-Gruppe kommt, so sollte mal dieser Kanal hier irgendwo gelöscht werden oder mal irgendwie sollte ich mal hier einen Strike bekommen und nichts mehr hochladen dürfen, so. Ich euch natürlich nicht um die 18 Uhr XRP-News bringen, dann würde ich zum Beispiel einen neuen Kanal machen und euch dann darüber informieren, so. Also wenn ihr da immer in Kontakt bleiben wollt, dann kommt auf jeden Fall in die Telegram-Gruppe, Link in der Beschreibung, für alle Leute, die immer fragen, oberster Link in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis morgen 18 Uhr, ciao, ciao.